Hallo Leute, ich bin Scrub und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren FNAF Ultimate Custom Night Video. Hier geht es aber nicht um Gameplay, sondern den wahrscheinlich mit Abstand gruseligsten Easter Egg Jumpscare, den es jemals in FNAF gab. Und der passt so hardcore überhaupt nicht in das Spiel rein. Normal sind die Easter Eggs ja immer irgendein Animatronic Jumpscare oder irgendein Animatronic sieht man im Hintergrund oder irgendein Secret, was die Story ein bisschen aufdeckt. Aber das hier hat mir tatsächlich wirklich fucking Gänsehaut gegeben, als ich davon mal einen richtigen Clip gesehen habe. Ihr habt möglicherweise mitbekommen, in meinem Video alle Jumpscare Secrets Animatronics erklärt, wo ich einfach mal alle Jumpscares von allen Animatronics zeige, gibt es bei einer Stelle was sehr komisch ist. Und zwar genau hier bei 2025 fängt man an, da werde ich von Nightmare Balloon Boy, heißt er glaube ich, gejumpscared. Und wenn man am genau richtigen Moment das Video pausiert, was nicht leicht ist, seht ihr hier im Hintergrund eine komische Form. Man denkt sich, what the fuck, was ist das? Das muss zu irgendwas dazugehören. Es ist nur ganz kurz sichtbar, jetzt wieder weg. Aber wenn man mal nachschaut, was das ist, macht es das sehr viel gruseliger. Die Theorie ist ja allgemein, dass Ultimate Custom Night vielleicht doch eine Story hat und möglicherweise halt der ewige Albtraum von, korrigiert mich hier, ich glaube William? Ich komme mit den Namen mittlerweile unglaublich durcheinander. Es gibt so viele Charaktere und so viele Namen mittlerweile. Ich glaube, von William, der die Kinder damals getötet hat, ist. Und wenn man nämlich dieses Bild sich mal in der vollen Version anschaut und Kontrast hochmacht, sieht man fucking das hier. Jesus Christ. Das könnte vielleicht so gemeint sein, dass weil er halt die Kinder damals getötet hat, verfolgen die ihn immer noch. Und ihr seht hier halt in diesem ewigen Albtraum, dieser Hölle oder wo auch immer drin ist, wo halt immer wieder die Nächte durchleben muss, niemals fertig sein wird, weil es keine Tage gibt. Das ist der Sinn, Ultimate Custom hat ja keine Tage oder sowas. Du machst ewig weiter, es gibt niemals ein Ende. Du kannst es nicht durchspielen, es gibt kein Ende. Selbst wenn du die 50-20 Nacht schaffst, gibt es kein Ende. Es geht einfach danach weiter, dann machst du wieder von vorne, nächste Nacht, bla bla bla. Und ja, vielleicht ist das der Grund, warum es hier dieses ekelhafte, gruselige Kinderbild gibt. Und ich muss ehrlich sagen, das passt so nicht in FNAF rein. Das sieht so unangenehm aus. Boah, mega Gänsehaut. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendeine Theorie dazu habt, was das sein könnte. Meine wäre ewige Hölle, ewige Bestrafung von William. Ich sag ja William. Ich weiß nicht, ob das der Name ist. Ich glaube William. Einfach, dass er für immer bestraft wird. Und deswegen sieht er diese Kinder, sieht die Jumpscares, sieht alles andere. Und Alter, der ist so... Ich finde es noch grusiger, dass man das Gesicht nicht einfach so sieht, sondern so ganz unterbewusst. Weil als ich das aufgenommen habe, habe ich es nicht bemerkt. Ich habe dann nicht bemerkt, dass da gerade irgendein Secret Jumpscare war. Jumpscare, Secret Gesicht war. Es ist so subtil, es fällt ihm einfach nicht auf. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn ihr auch findet, dass das wahrscheinlich das gruseligste Easter Egg ist, was es jemals so FNAF gab. Und schreibt mal eure Theorie dazu, was das hier sein könnte. Das ist einfach ein kleines Bonusvideo gewesen, als zweites Video für heute. Weil ich finde, darüber wollte ich nochmal kurz was machen, weil das ist wirklich, das ist unheimlich. Das ist fucking cool. Respekt an Scott, dass er das hier eingebaut hat, weil das ist echt das Gruseligste, was ich jemals in FNAF Game reingemacht hat. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, euer Corrupted. Schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da.